Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir es geschafft, in die Brauerei einzudringen und mit sehr, sehr viel Glück so ziemlich alle auszuschalten, bis auf den Boss und ich glaube zwei andere waren da oben auch noch. Die werden wir uns heute vornehmen und dann geht's tatsächlich schon ins nächste Gebiet zum Schloss der Lichter. Weil ich immer noch sagen muss, ist ein bisschen hakelig ist, ne? Kleinen Moment. Ah, da hinten ist noch einer, sehe ich gerade. Okay. Jetzt scheint es doch zu funktionieren. Wow. Look at all these Molotov cocktails. Oh, ganz viele Molotovs. Just to see what happens. Ich würde sagen, wir gucken mal, auf welchem Level der Typ hier hinten ist. Und den Häuptling können wir eigentlich unboxen, wenn wir ihn sehen. Ah, da sind noch mehr. So, so, so. Da ist eine Truhe. Das Papier. Hast du noch nie so viel Papier gesehen? Du denkst, Crips würde das machen? Shhh. 24. Oh, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Sammeln wir so lange die Waffe hier ein. Das muss nützlich sein. Elysium LR678, eine Schnellfeuer-Laserwaffe der Enklave mit einer enormen Zerstörungskraft. Gerüchten zufolge wurde sie tief unter dem Boden gefunden. Okay. Alles klaro, Chefe. Notiz. Fischmaß Rechnung. Fischmaß exklusive bäuerliche Fairtrade-Bauerei. Organische und ethische einwandfreie Mikrobauerei mit 80er Jahre Post-Punk-Charme. Alles klar. Organische und ethisch einwandfreie Mikrobrauerei. Naja gut, ich kann mir gut vorstellen wegen verschiedenen Dingen. Ich bin präzise, ich weiß. Ja, eigentlich kann ich jetzt schon gehen. Stay back. Der Dude wird doch bestimmt hier langlaufen, ne? Der hat ein Horn, der Häuptling. Den müssen wir wirklich umboxen. Okay. Gucken wir mal, wie gut unsere Skills sind. Alter, der fässt mich doch gleich an. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kann ich ihn wirklich ausschalten. Er muss aber jeder einen kritischen machen. Ah, okay, schon verkackt. Ansonsten muss ich zum Häuptling ihn umboxen und damit schweren Waffen ausschalten. Ja, kein kritischer. Schade. Jetzt ruft er bestimmt den Rest, ne? Ja, ja, ja. Ja, gut. Dann müssen wir ihn umboxen und weghauen. Im besten Fall schubsen wir ihn runter und dann machen wir ihn fertig. Das ist der Plan. Okay. Abspeichern und gib ihm. Achso, fällt er nicht runter? Gute Nacht. Vielleicht hätte ich auch einfach mit Silent-Waffen angreifen können. Ja, hätte ich. Ah. Vielleicht auch nicht die beste Position gewesen. Shit. Okay. Bobin? Du kümmerst dich um den, ja? Selber versteckst du dich da. Oh, ich hasse diesen Rauch. Nee, komm. Nee. Nee, nee, nee. Nee.
Sag mal, keine Trefferlinie? Willst du mich eigentlich verarschen? Also offensichtlich geht das ja wohl nicht mehr, oder? Alter, der steht da! Und da ist ein fettes Loch! Und der steht auch! Alles klar, ne. Ne, ne. Akzeptiere ich nicht. Ach, so triffst du plötzlich, ja? Und mit deiner Sniper? Nö, nö, nö. Mit der Sniper treffen? Ne, das ist ja nahezu unmöglich. Ah, okay. Zumindest eine hat verfehlt. So. Das ist zu euch. Jetzt kann der Rest kommen. Na, guck mal. Wie ist denn da? Wer hat da Bock auf ein kleines Spielchen? Nee, er hat mich gesehen. Ich positioniere mich nur für den zweiten, weil der wird das bestimmt hören. Oh, der Feind hat dich gehört. Wer hätte es gedacht? So, du kannst sowieso so viel laufen, wie du willst. Schieß mal mit der Armbrust. Sparen wir uns die Munition, falls wir uns bewegen müssen. Ja, was willst du tun, Junge? Was willst du tun, ne? Ich werde auf dich aufpassen. Jetzt komm mal her, mein Freund. Oh. Yeah. Immerhin einer. Ich vermisse meine Waffe, die Deckung zerstören konnte. Overwatch. Ich meine, der muss rauskommen, ne? Was zum? Ich will keine Granate werfen. Nein. Oh Gott, bin ich blöd. Sag mal, willst du mich verarschen? War wohl so wert. Nö, nö, ich lasse es jetzt nicht auf den Zufall ankommen. Kollege. Sweet takedown. Molotov. Level up. Oh. Das bekommen wir denn so schönes. Oh, ich kann hier ein neues Objekt reintun. So. Oh, dir fehlt auch noch was. Habe ich noch eine normale Granate? Ja. Wenn wir da schon gleich einen Punkt reinsetzen, dann soll es sich auch lohnen. Ja, nice. Das war einfach. Aha, Schrott. Okay, wird Zeit, sich hier in Ruhe umzusehen. Und, ach ja, mein Level Up, ne? Mein Level Up. Ja, nice. Packen wir das doch mal rauf. Aha, so. So wünsche ich mir das doch. So ist der Dude. Dann scheiß auf Rauch, ganz ehrlich. Dann lieber Waffenreichweite. Gewöhnlicher Schrott. Ich baue jetzt gerade so viel Schrott wie möglich. Ich baue noch über 100 Schrott. Ich glaube, ich kriege das noch zusammen, bevor wir das Spiel zu Ende spielen. Dreckiger Geiz, ey. Einmal hast du ihn nicht und dann... Ja, dann ist vorbei. So ein Bullshit. Mir ist hier nicht versteckt. Ach, ich brauch da noch 100 Stück, Mann. Ah, oh, da liegt noch was. Der Digger hat was verloren. Da hinten habe ich mich umgesehen, ne? Rotauge. 15% kritischer Trefferchance. Oh.
Ich liebe Crits. Ich wollte mich nicht verstecken, Junge. Größere Waffenreichweite. Ja, das braucht er eigentlich. Eigentlich braucht er die Waffenreichweite, ne? Muss man dazu sagen. Na gut. Und die laufen außen rum, oder was? Was sind das denn für Nudeln? Springt da runter. Lol. Beim Angeln gestorben. Der arme Kerl. So, hier dürften wir eigentlich alles eingesammelt haben. Ja. So. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Da liegt noch Schrott. Ich brauche jeden Krümel, den ich finden kann. Kann ich hier hoch? Ach, das ist die andere Seite. Alles klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, nochmal kurz zurück zur Arche. M56, das passt. Die Arche. Ich will mal gucken, wie viel unsere neue Waffe bekommt und ob ich sie mit meiner Schrotflinte austauschen sollte. Don't just stand there. You need a fix. Der ist Stufe 1, 10, 11. Kann ich auch vergleichen? Natürlich geht das nicht. 11, 15. Aber der ist schon Stufe 3, ne? Muss man bedenken. Kann Deckung zerstören. Also wäre halt perfekt. Das heißt, wir kommen auf kritisch 3. Wir würden 2 kritischen Schaden verlieren. Größere Waffenreichweite. Ah, das würde er auch wahrscheinlich brauchen. Naja, immerhin. Immerhin. Ja gut, komm. Dann verlieren wir halt nur einen. Na gut, das ist akzeptabel. Das kann ich akzeptieren. Der hat so schon 14. Achso, klar, logisch. Ja gut, Schroti. War schön mit dir. So, das ist natürlich blöd. Ja, dann nimm mal die Waffe. Vielleicht sollte ich sie noch nicht zerlegen. Vielleicht wäre das eine gute Idee, sie noch nicht zu zerlegen. 23 würde ich bekommen. Das heißt, wir wären bei 49. Alles klar, bei 49 wären wir dann. Das heißt, wir bräuchten insgesamt 37, um unsere neue Waffe auf die dritte Stufe zu bringen, ne? Das heißt, wir behalten erstmal noch den Bummstock. Als Reserve. Einfach mal als Reserve behalten. Ja, 30% ist auch nicht schlecht. Ich könnte aber auf Reichweite auf 18 erhöhen. Es ist so schwer. Ich meine, wir werden sowieso wahrscheinlich nur nahe kämpfen, ne? Ich liebe kritischen. Gegner zurückzuwerfen. Ja, verbrennen ist besser als zurückwerfen. Wobei zurückwerfen. Ich weiß es nicht. Verbrennen haben wir ja schon, ne? Ja, komm, zurückwerfen. Was soll's? Was soll's? Welcome to Prips. Tada! Fertig. Tschüss. Okay. Puh. Wir sind weit gekommen. Dann würde ich sagen, Schloss der Lichter und dann gehen wir nach oben. Weil das ist der letzte Unerforschte noch, bevor wir zur Mainquest kommen. Und solange die mir nicht sagen, hey, da sind die Gegner zu schwer, dann kann ich da auch hingehen. So, dafür müssen wir einfach den anderen Weg nehmen, ne? Vielleicht finde ich hier noch irgendwo Schrott, das ich übersehen habe. Es wäre mein Traum. So 100 Schrott auf einem Platz. Die würden mir damit einen Traum erfüllen. Ah, ich weiß noch, wo wir hier waren. Das war noch eine Zeit, da hatte ich Panik vor Robotern. Oh, guck mal. Was geht denn mit dir, Junge?
to the Castle of Light. Forgive me for not providing the illumination this castle is known for. I pray that someday we will once again become a beacon of light for weary travelers. Greetings. We heard your voice in the zone. Are you Lux? Lux, I am. You say you heard my voice in the zone? Quite interesting. Perhaps the fates brought you here. You look strong, well armed. You get things done, yes? Hells yes. We're stalkers. We take everything the zone throws at us and then some. Then I humbly request your assistance. There is a pack of renegade ghouls who wish to keep the zone in darkness. They stole the key to the sacred sanctum, where the lights get their power. Perhaps you can help me recover this key from the ghouls. It's a special key. You wouldn't miss it. Return it to me, and I'll reward you handsomely. I like handsome rewards. We'll deal with the ghouls and get your keys. Okay, ich hätte gedacht, das ist ein Gegner, aber das sieht mir noch verdammt nach DLC aus. Vor allem diese bunten Schmetterlinge sind irgendwie seltsam. Na, guck mal! Ja, sind die da schon? Hallo, Ghule. Hier komme ich zu euch. Hey, that Lux guy seemed pretty cool, right? I hear you. His brain seems totally rot-free. Pretty free spirit. Lux's lights are a beacon of hope for the zone. Let's turn them back on. We're gonna have to convince those ghouls to give us back the key. Wieso habe ich mich hier nicht umgesehen? Wieso habe ich den Typen nicht gesehen? Ich habe Zeit, hier den ganzen Schrott einzusammeln. Ist ja ganz seltsam. Vor allem die Gegner da, dass die... Wieso sind die blau? Sind das meine Freunde oder? Irgendwie ein bisschen seltsam. Aber den Schrott nehme ich gerne. Huch, Fragezeichen. Die Unerleuchteten. Ja, ich denke, wir müssen dahin. Aber ich würde sagen, ich gucke mich hier nochmal kurz um. Ich brauche jedes bisschen Schrott. Nice, noch mehr Schrott. Ich glaube, wir haben uns hier gar nicht umgesehen. Wir sind hier reingegangen und haben gedacht, okay, hier müssen wir vielleicht nicht lang. Kann das sein? Da ist der Anfang. Na gut, ich habe jetzt alles eingesammelt und wir sehen uns beim Tor. Alles eingesammelt, sagt er da. Da liegt doch noch was. Wer weiß, vielleicht habe ich da unterwegs 100 Schrott voll vergessen. Eigentlich könnte ich den ganzen Weg nochmal ablaufen und alles nochmal angucken. Um wirklich alles zu kriegen. Boah, du auch knapp 80 Schrott. Nice. Die Unerleuchteten. Gib mir Schrott! Oh, Waffenteile. Noch ein Waffenteil. Oh mein Gott. Dann gehe ich sofort zurück. Ah, guck mal, da hängt einer rum. Now why the hell would someone cut trees down and put them in neat little piles? Weird. Let's find Lux's key and get out of here. The look on Lux's face when we robbed him blind. I love being a ghoul. The look on his face when we stole his key. Now he slaves are trapped in the power room. And he can't make his pretty lights go on. Dumbass! We should go back there, see if he hires us again, then steal more! His powers would fry our brains. You saw his slaves. Nothing in their hands. So shut up and relax. Da kommt schon unser erstes Opfer. Genau, shut up and relax. Insofern jetzt hier keiner hinläuft. Oh, da sind noch mehr Molotovs.
Angriff. So, lautloser Angriff. Bitteschön. So, du bist nicht lautlos, oder? Schade. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja, komm. Ist das total gewesen. Waffenteil. Oh, ich habe 37. Haut rein. Vielleicht sollten wir die Waffe vorher testen. Ah, scheiß drauf. Was für eine Flitzpiepe, alter Schwede. War Amazon-Paketdienst? Hat er die Tür nicht aufgekriegt? Er hat gedrückt statt gezogen. Meinte, die Tür hört nicht auf. Dann bin ich extra runtergelaufen. Ich drück sie auf, sag ja, oh. Was für eine Flitzpiepe, alter Schwede. So, wo habe ich stehen geblieben? Ja, Leute, und das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann werden wir gucken, dass wir diesen Schlüssel fürs Schloss des Lichtes bekommen und gucken, was es mit diesem komischen Typen auf sich hat, ob wir den platt machen müssen oder ob bei uns irgendwas richtig Mächtiges gibt. Ich bin gespannt. Haut rein. Ciao. What?